So, hinzufügen. So, ich erzähle mal ganz kurz. Also, im Endeffekt habe ich zwei Quests eigentlich nur bisher gemacht, tatsächlich. Wölfe getötet und die erste Quest. Weiß ich nicht mehr. Also nicht der Rede wert. Es geht darum, tatsächlich im Dorf erstmal Ruf aufzubauen halt. Umso höher der Ruf ist, umso bessere Leute kann man auch engagieren, auf Deutsch gesagt. Kleiner Tipp: Nicht die Bettler gleich am Anfang irgendwie, weil die bekommt man schon für geringes Vertrauen. Aber die haben keine guten Stats. Würde ich nicht empfehlen. Deshalb wirklich versuchen, erstmal aufzubauen. Den hier bekommt man, genau, zusammen. Genau, jetzt weiß ich wieder, was die erste Quest war. Und zwar Fallen entsprechend herstellen lassen. So habe ich nämlich ihn bekommen. Während der laufenden Quest. Also, er musste ja die Fallen machen und so weiter. Die musste ich abgeben und so. Also, in dem Zusammenhang habe ich ihn hier bekommen. Habe ich aktuell als Arbeiter entsprechend drin. Man kann ihn als Gefährte mitnehmen. Kann dementsprechend auch kämpfen. Oder halt auch als Waffe. Als Wache. Erstmal holt er sich selbst aus den Truhen. Wenn nichts drin ist in den Truhen, in den also wenn ich sammle ja auch Futter. Wenn da nichts drin ist, suchen sie sich eigenständig auch ihr Futter und ihr Essen. Allerdings werden sie dann ihrer Arbeit nicht nachgehen können. In der Zeit. Es gibt auch Attribute, gibt's Bücher dementsprechend, die kann man sogar auch, die kann man auch in der Stadt kaufen, auch, habe ich schon gesehen, wo man halt so einiges erhöhen kann. Also ich kann mich auch selbst, also das kann ich bei mir auch selbst machen tatsächlich. Ich habe genau dasselbe und kann dementsprechend auch erhöhen, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel halt nie am Kochen bin, sondern das macht er eigentlich immer andauernd, dann erhöht sich das natürlich hier so von alleine nicht, ne, mit den Erfahrungen. Aber so Ernten, Jagen, Landwirtschaft, dieses Sammeln und so, das mache ich ja auch. Dementsprechend erhöht sich das dann auch. Aber es gibt Bücher, um da ein bisschen das aufzudingsen. Das wird aber auch nicht sofort wirksam. Ich habe ein Buch, sieht man das? Da. Landwirtschaftsbuch habe ich ihm gegeben. Habe ich genau für mich auch gegeben. Das wird nicht sofort aktiv, sondern es wird gelesen. Das heißt, dieses Weiße, wenn das voll ist, dann hat das voll gelesen und man bekommt die 500 EP. Ne, deshalb ist da jetzt auch noch nichts drin. An Erfahrung. Es wird tatsächlich gelesen. Nicht einfach so klick und man hat das, sondern der Charakter liest das. Der NPC liest. Ich habe am Anfang erstmal nicht verstanden mit dem Futter. Ich habe mich immer gewundert, warum die anderen beiden Plätze nichts, nicht, da hier nichts verbrauchen. Aber das geht nach Reihenfolge. Aber die entsprechenden Attribute, Gesundheit und Regeneration und so weiter, die werden aber schon aktiv, wenn die hier drin sind. Also nicht nur, wenn sie gegessen wird, sondern werden dann schon aktiv im Endeffekt. Eigentlich kann man das so sagen, dass alle drei Nahrungsmittel schon im Magen sind und langsam verdaut werden, nach und nach. Aber die Bogenherstellung, da
braucht man entsprechend ja ja, der Bogen braucht man unter anderem, braucht man einfache Schnur. Holz und Schiffrohr ist kein Problem. Aber einfache Schnur kann man so noch nicht selbst herstellen. Das heißt, dementsprechend gibt es sie zu kaufen. In der Regel, in diesem Fall hier unten, in der Regel bieten die entsprechenden Leute auch Quests an, wo man dann, zum Beispiel er hier will meistens Holz haben, schnell mal Holz hacken, dieses Holz verkaufen bei ihm selbst und dann hat man, bekommt man auch Geld. Oder in der Stadt oder in der Stadt wird auch gerne Schiffrohr, der eine nimmt das gerne. Kann man dementsprechend dann auch verkaufen. Also man kommt an die Ressourcen ran, also man kommt auch an Geld ran. Was ist mein Begleiter? Oh, okay. Kommt von da. Das sind sie auch schon. Oh, die haben auch. Cool, die haben Ressourcen. Oder kommen die nicht? Aber das hat, bringt mir natürlich nichts. Was ist das für eine? Okay, jetzt gucken wir mal kurz mal. Scharfschütze. Oh, sie ist Scharfschütze. Bogenschießen plus 3, Gewandtheit plus 3, Einhand minus 2, durchdringende verursachter Schaden plus 20. Was kann sie überhaupt? Ernten kann sie, Landwirtschaft kann sie gut, Herstellung, Forschung. Also Ansehen habe ich genug und die ist relativ Gewandtheit. Was ist das? Ach so, Bewegungsgeschwindigkeit. Bogenschießen. Braucht sie von mir einen Bogen dann auch. Aber ich kann eine zweite, die erst kann ich. Ich kann zwei aktuell reinnehmen, weil ich zwei halt. Kann aktuell zwei reinnehmen, weil ich halt eine Behausung passen zwei rein.
Dementsprechend würde ich mal sagen, Scharfschütze. Habe nämlich eine Quest jetzt auch abgeschlossen. Nee, erlange Vertrauensstufe Freund. Ach so. Gut, was hast du? Sie hat gar nichts. Also ich könnte es auch vertreiben, ne? Fliehe bei Gefahr. Ah, okay, das ist natürlich Dings. Curious times we live in. With talk of wars and rebels and such. Gehst du automatisch zurück? Ja, sie läuft, denke ich mir mal, von alleine. Dann könnte ich jetzt, was brauchen wir denn? Baumstämme, Holz und Flachs. So, nur mal gucken. Können wir hier so ein bisschen. Ne, es wird dementsprechend Baustoffe benötigt. In der Regel, also die Beine helfen auch gleich. Oder machen auch. Aber ich kann ja schon mal die Baumstämme machen. Gut, die Animation wollen wir nicht so großartig drauf achten. Es muss nur teilweise noch ein bisschen ausreifen, aber vom Ding her machen die das eigenständig. Ich packe das da im Sammellager. Ne, wenn zum Beispiel Multiplayer oder sowas auch gespielt wird, gibt es halt. Ach so, wir brauchen 8 Stämme. Oh. Soll ich mithelfen? Was dauert das so lange? Die Frau da macht dann gar nichts. Keine Aufgaben. Okay, Lagerbestand. Zinnerz können die auch. Und Kupfererz. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte eigentlich nur, was man essen kann. Dann würde ich mal sagen, sammelt ihr mal das noch ein bisschen. Dann würde ich gerne noch ein bisschen Schiefbüro haben. Ihr werdet wahrscheinlich nicht dahin kommen. Aber mal gucken. Ob die so weit laufen. Auch stehende Fackel, Webstuhl. Das ist dann ganz gut geeignet für die ganzen Textiliengeschichte. Also es gibt, man sieht jetzt den Baum nicht. Aber man kann den Baum einmal anschalten, was dementsprechend zu erforschen ist. Nur mal so Kleinigkeit, also Forschungsbaum ist nicht gerade klein.
Dann gehen wir halt jetzt schlafen. Tag 16. Sehe ich irgendwo Tagesberichte? Weil das taucht immer nur an der Seite kurz auf. Das sind nur Erklärungen, also das Codex im Endeffekt. Armee, Trupp hinzufügen. Man kann dann dementsprechend eine Armee machen. Hier ist nochmal Technologiebau nochmal ein bisschen größer. Hier ist das mit der Siedlung. Holzverlager. Keine Aufgaben, weil halt auch da fehlt ein bisschen was. Sammellager auch keine Aufgaben. Also hier hat man im Endeffekt nochmal die Übersicht. Dann die Bevölkerungsübersicht. Die ist nicht so. Wir haben nur zwei. Lagerung. Hier sehen wir dementsprechend, was dann noch, was so alles vorhanden ist. So, Lieferungen, das ist dann so inzwischen, denn man kann ja verschiedene, also man kann ja Außenposten und so weiter alles machen. Also es gibt noch einiges tatsächlich, was man noch machen kann. Jetzt schneit es, jetzt gibt es auch nichts mehr zu sammeln. Brauchen Holz und Steine. Das könnt ihr aber sammeln, weil das könnt ihr auch im Winter sammeln. Holz. Das könnt ihr auch im Winter sammeln. So, und hier brauchen die eine Holzaxt. Für. Ah, hier steht auch nochmal Holz. Geht auch nochmal. Ah, da ist doch eine Axt drin. Woher habt ihr die denn jetzt geholt? Warum lasse ich euch jetzt gerade eine Axt basteln? Sag mal, hast du die Axt? Ne, die Axt hast du noch in der Hand. Wo ist denn der andere? Was ist mit dir? Wo ist deine Axt? Hast du die noch? Die Axt hast du auch noch. Woher habt ihr die Axt? Weil dann brauche ich hier auch keine... Axt herstellen. Okay, dann schauen wir mal, dass wir mal ein Lager machen. Oh, dafür brauchen wir Flachs. Und Flachs kriege ich im Winter nicht. So, gucken wir mal. Oh, das scheint doch ein großes Lager zu sein. Das können wir hier so hinpacken, glaube ich. Flachs haben wir aber, glaube ich, nicht mehr. Außer, oder? Wo war das denn jetzt? Siedlung, ne? Haben wir noch Flachs? Ja, Flachs haben wir nicht. Ausliefern. 5 hatten wir nur noch. Die wurden aber gerade ausgeliefert zur Baustelle, aber wir brauchen mehr als 5. Okay. Na gut.
Das ist echt viel Zeit, das Game. Wir sind ja schon 3 Stunden schon dabei. Aber schon in den 3 Stunden schon mal was geschafft. Wir haben Holzfäller-Dings aufgebaut, geforscht, Sammeldings, das Lager noch dazu. Also, wir haben jemanden engagiert noch zusätzlich. Das sieht ganz gut aus, tatsächlich. Also, wie ich schon sagte, das ist halt nicht auf schnell gemacht, das Spiel. Das braucht seine Zeit, tatsächlich.